Guten Tag. Heute fährst du in die Serie und spielst hast du am Bad Ratzel zu. Oh. Da ist er. Oh ja, werden noch gedreht. Bereite den Desiro für die Fahrt vor. Wenn der Desiro bereit ist, dann kannst du zu der Station an die Plattform 2 fahren. Bitte vergiss nicht, die Zugnummer ins Destinationsdisplay einzugeben, wenn du an der Station hältst. Die Zugnummer von diesem Zug ist 4188. Und damit ein herzliches Willkommen zu meiner ersten Folge Train Simulator. Wir sind auf Bad Radkersburg Spielfeldstraße unterwegs und wir werden diesen Zug jetzt mal hier aufrüsten. Ich bin in Desiro schon lange nicht mehr gefahren. Wenn ich mich nicht täusche, müsste sogar das Sound-Update drauf sein. Wir machen mal den Richtungswender rein. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Spielfeldstraße, da fahren wir tatsächlich hin. So, wie viele Minuten haben wir dann noch? Oh, wir haben noch Zeit, dann können wir hier schon mal lösen. Und was hat er jetzt für eine Nummer? Wir fahren nach. Aber wir halten ja gar nicht so oft. Okay. Spielfeldstraße haben wir gesagt, das müsste die 1 sein, wenn ich mich nicht täusche. Das stimmt sogar. Lösen die Federspeicherbremse. PCB-Test. PCB macht ihren Prüflauf, das passt. Licht an. Mit unserem Desastro. Spielfeldstraße, das stimmt. Oh, hinten machen wir noch das Rollo runter. Und ich würde sagen, wir ziehen vor zum Bahnhof. Jetzt ist das hier Zugleitbetrieb, so wie ich weiß. Damit kenne ich mich ja absolut gar nicht aus. Und ich kriege auch leider keine Instrumentenbeleuchtung an. Ah, jetzt. Aber jetzt ist unser Spitzensignal weg. Ich werde das hier einfach mal auf neutral stellen. Ah, okay. Ich habe sie da rausgefunden, wo Gas und Bremse ist. Türen links. Zugfunk stellen wir natürlich auch gleich an. Boah, halt an. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Dementsprechend geben wir die Türen frei. Sollen wir mal gucken, was es hier alles gibt. So. Wir können aber eine Zugnummer. Was hat er gesagt? 4188. Anmelden wird wahrscheinlich nichts passieren, weil wir einen Kanal eingeben müssten. Aber ich würde fast sagen, wir machen unseren Motor nochmal aus, weil wir sind ja sparsam Betriebfahrzeugführer. Machen wir ein schönes Foto. Ja, mein erstes Video in Train Simulator. Hauptsächlich sind niederländisch-belgische Streckenfahrten natürlich geplant, aber auch gerne in Österreich. Aber auch in Deutschland. Also ich mische mal ein bisschen rum. Und heute fahren wir mit diesem Desiro. Der ÖBB, der ist in Graz stationiert, okay. Von Radkersburg. Ich glaube, wir halten auch nur einmal in Murek oder so. Jo. Und durch bis Spielfeldstraße. Ich bin gespannt. Hier gibt es nämlich keine Signale. Hier ist Zugleitbetrieb. Damit kenne ich mich nicht aus. Zu meiner Schande, weil ich bin Azubi bei der Deutschen Bahn, bei DB Region Bodensee. Bin jetzt im zweiten Lehrjahr, jetzt dann bald im dritten ab September. So, das wollte ich mal probieren. Kann man hier noch irgendwas drücken? Oh, ist das ein Vogelhaus? Sicherheitsregel. 15 Nachfahren. Oh, was ist da? Das wollte ich mal gucken. Ah, das ist nämlich wie beim 622. Ja. Genau. Da mache ich meine Ausbildung zum Lokführer. Bin in Friedrichshafen bzw. in Ollendorf stationiert. Ausgebildet auf dem Baureihen 650, also Regio Shuttle 1. 612, also der Regio Swinger, GNT Energietechnikzug. Und im 622, der sogenannte Lin 54. Jo. Ich habe auch morgen tatsächlich eine Schicht. Da habe ich gerade gedacht, der Motor läuft, ne? Ui, Bad Radkersburg. Jetzt können wir uns das mal hier angucken. Zu meiner Schande gesagt, ich habe diese Route gerade eben erst gekauft. Weil ich doch nochmal Lust habe, diese Strecke zu fahren.
Eigentlich wollte ich mir Wörthel Saalfelden holen, das werde ich mir eventuell nächste Woche holen. Oh, wo ist jetzt der Bahnhof? Ach, da hinten, nicht, dass wir den auch verlieren. Ganz kleines Örtchen, geht es hier eigentlich hinten weiter, oder war es das mit Bahnhof? Das war's, die Strecke endet hier tatsächlich. Mal gucken, ob uns auch ein Herkules, also eine 2016, entgegenkommt. Irgendwas, was hier fährt, eine ÖBB-Abfahrtsgeschichte, aber da ist ein Bus. Mit Moha Moha Kennzeichen, okay, nix. Aber von Benz. Jo, jetzt haben wir noch knapp anderthalb Minuten, wir werden mal unseren Diesel wieder starten. Das ist ganz cool hier mit den Displays. Fehlt bei der Baureihe 622 leider. Und jetzt schaut mal, hinten ist tatsächlich der Vorhang unten. Spielfeldstadt steht drauf. Jetzt können wir uns hier nochmal angucken. Hier ist das Display. SB in der Spielfeldstraße. Da fahren wir zwar hin, aber das ist, glaube ich, ein anderer Laufweg. Können wir uns auch hier hinsetzen. Ja, grüß Gott, der Herr mit Anzug, was ganz vorne ist. Ja. Was das da oben für ein Gerät ist, würde ich mal ganz gern wissen. Hat das mit diesem Zugleitbetrieb zu tun? Damit kenne ich mich leider nicht aus. Also wenn das von euch einer weiß, dieses Gerät, dann sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ich mache nur mal bei mir ein bisschen lauter. Ich hoffe, ihr könnt das auch hören. Wir können uns auch schon mal befreien. Weil es geht es jetzt gleich los. Sobald die Abfahrt ist. Was ist das? Großkontrolle. Ah, Tempomat. Das wusste ich gar nicht, das ist ein Tempomat. Die Route hat keine Lichtsignale. Anstatt diese rote Tafel, die rote E-Tafel vor dir ist wieder Ausfahrtlichtsignal. Du musst immer den Dispatcher anrufen, sodass du weißt, wenn du überhaupt so, bitte benutze die Tab-Taste, damit rufst du den Dispatcher an. Nur Endbahn, weil andere Stütze funktionieren nicht. Okay, also wir werden jetzt die Tab-Taste drücken. Der erteilt uns das Signal. Passiert da jetzt irgendwas? Ich sehe nichts. Also ich kenne mich mit diesem Zugleitbetrieb hier absolut nicht aus. Wir schauen aber auf jeden Fall mal raus. Schiebetritt ist drin. Und ich würde sagen, wir schalten auf. Denn wir müssen hier nach Murek. Und jetzt geht es los. Also ist wahrscheinlich dieses E hier das Ausfahrsignal oder so. Also wie gesagt, wenn es da jemand gibt, der vielleicht die Strecke sogar fährt. Das Blinken ist, das ist der Bahnübergang. Also ich kenne leider Zugleitbetrieb nicht bei mir, weil wir das nicht am Bodensee fahren. Wir haben zwar, glaube ich, Strecken bei uns sogar mit Zugleitbetrieb. Oh, ich bin zu schnell. Entschuldigung, meine Schande. Mir wird nicht immer richtig betriebstechnisch gefahren. Wir wollen hier Spaß haben und sind hier nicht auf der Arbeit. Jo. Videos kommen dann immer unregelmäßig, da ich, also gut, jetzt habe ich 2 Wochen Urlaub, da habe ich dann öfters Zeit, mal was hochzuladen. Da kommt mal wieder was aus Holland, aus Belgien, auf Deutsch und auf Niederländisch. Aber jetzt ist 50, müssen wir auf die 50 abwarten. Jetzt würde ich mal ganz gern diesen komischen Tempomat ausprobieren, mal gucken, was da passiert, wenn ich den drücke. Bleibt er nur auf den 50? Ne, die Siefermann, nöp. Wir haben schon Verspätung. Überprüfe immer das Hauptdisplay, wenn du anhalten musst an kleinen Stationen. Wenn du den Haltewunsch an den Display, an den Hauptdisplay siehst, dann musst du an der nächsten Station halten. Ach, jetzt verstehe ich das. Wir halten doch überall, nur halt nur auf Haltewunsch. Aber wo steht denn hier der Haltewunsch? Oh, nicht, dass wir gleich stehen. Oh, ein Traktor. Den müssen wir mal pfeifen. Der steht ein bisschen nah am Gleis. Ich sage ja, bei mir wird nicht richtig richtig gefahren. Also hier muss es irgendwie stehen. So habe ich es jetzt verstanden. Oh, wir hätten hier was eindrücken müssen. Egal. Aber dass ich hier nicht pfeifen muss, wundert mich. Jetzt kommen wir schon mal. Hebel und das Hebel auf 60. Also wir halten nur an der nächsten Station, wenn es angezeigt wird. Ich weiß halt nicht, ob das da angezeigt wird im Sinne von Haltewunsch. Was wäre denn die nächste Station? Ich gucke jetzt mal frech im Streckenmonitor. Mann, ich weiß doch alles gut.
Kalben rein. Okay. Kommt ab Murek. Das wäre jetzt schon mal so. Ah, okay, da kommt's. Ah, hier ist die Spielfeldstraße. Hier geht's dann Richtung Maribor. Und hier geht's Richtung Graz. Genau. Die Strecke habe ich tatsächlich. Oh, wir können wieder ein bisschen Gas geben. Bin mal gespannt, ob Ansagen kommen. Das ist ja ein Szenario, das bei der Strecke bei ist. Dementsprechend ist die Sprache auch ein bisschen anders, weil die Jungs kommen, glaube ich, aus Slowenien, so wie ich das verstanden habe. Die Desire bin ich echt schon lange nicht mehr gefahren. Wir können ja auch mit der Herkules fahren, also mit der IR20. Der fahre ich ja auch ganz gern. Wird es ein bisschen aufwendiger, ist dieses Fahrzeug aufzurüsten. So, es kommt gleich halber rein. Jetzt bin ich mal gespannt, was passieren wird. Also wir müssen halten. Hat er gesagt, wenn es im Display angezeigt wird. Jetzt warten wir mal ab. Oh, da gab es ganz dunkel. Den Desiro kenne ich tatsächlich, der fährt in Ulm rum. Also ich durfte nicht fahren, aber ich habe Kollegen, die den fahren dürfen in Ulm. Die haben den auch in ihrer Ausbildung sogar gemacht. Fährt zum Beispiel nach Weißenhorn von Ulm, über Neu-Ulm, Senden, dann Richtung Memmingen. Wenn ich mich nicht täusche, fährt er auch nach Memmingen, aber eher nach Weißenhorn hoch. Aber die werden jetzt in Zukunft da nicht mehr fahren, sondern hier wird auch der Lind fahren. So, das ist jetzt die Haltepunkttafel. Dass unser nächster Haltepunkt gleich zu erreichen ist, aber wir haben... Oh, jetzt haben wir tatsächlich einen Haltewunsch. Jetzt hat sich tatsächlich da was aufgeploppt. Dann machen wir mal die Ansage. Der nächste Halt ist Halbenrhein, der Ausstieg in Fahrtrichtung links. Wir gehen auch schon mal links frei. Jetzt haben wir zwar Traktionssperre. Jetzt hat sich tatsächlich hier ein Haltewunsch aufgedrückt. Das habe ich vorher nicht gesehen. Ui. Schöner Zug, also der Desiro gefällt mir auf jeden Fall. Ich bin die Strecke vorher noch nie gefahren. Wie gesagt, ich habe die vor nicht mal 5 Minuten, knappe 5 bis 10 Minuten gekauft. Oh, ist ein Bremsen. Ich liebe ja Dieselstrecken, weil ich es halt von uns... Oh, ein Bahnhofsschild mitten in der Umgebung. Sound-Update ist... Jetzt müssen wir mal reinhauen, sonst wird das nix. Schauen wir uns gleich mal was an. Das habe ich jetzt gerade gesehen. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Halt! Tja. Was ist das? Ich glaube, das schwebt da hinten noch, ne? Habt ihr irgendwie einen Fehler bei der Installation gemacht? Oder ist es bei euch auch so, wenn ihr die... Wie gesagt, wir waren gerade beim Sound-Update, ist ja absolut genial. Das ist jetzt das Ausfahrsignal, so wie ich vorher verstanden habe. Und hier müssen wir uns keine Genehmigung holen. Aber in Murek, was war das jetzt für ein Kram? Schon so. Das ist jetzt so geknallt. Also wir werden auf jeden Fall die Türen jetzt schließen. Schön raus. Schön dazu, schön gut rein. Das passt. Traktionssperre geht weg und wir können Gas geben. Sieht ordentlich. Also ich habe jetzt mal nicht die Tab-Taste gedrückt. Ich habe es jetzt doch mal gedrückt. Ah, hier ist die Pfeife. Okay. Oh, was habe ich jetzt gesagt? Ich brauche kein Wischi-Waschi. RSSLO-Logs. VR-Logs. Ich bin die ganze Zeit auf der Leertaste, aber es ist tatsächlich Q. Und neutral. Jetzt können wir mal ein bisschen rollen lassen. Jetzt möchte ich mir mal ganz gerne die Strecke angucken. Ui. Wenn wir jetzt mal eine schöne Vorbeifahrt machen. Wir machen jetzt mal was Illegales. Können wir mal pfeifen. Oh. Shit. Shit. Oh, das war eine Sieger. Nein. Bitte nicht stehen bleiben, mein Schatz. Bitte roll weiter. Komm. Weiter. Okay. Das soll man schnell ein Foto machen. Das war jetzt aber sowas von knapp. Oh, knapp. Ein Glas. Und da steht ein Auto mitten in der Wiese. Kleine Sekunde, ich muss jetzt wahrscheinlich gleich niesen, nicht erschrecken. So, pardon.
unsere Fahrt hier nach Murek fortsetzen. Das ist ja der nächste Halt. Mann! Diese Siefer geht mir gerade auf den Nerv. Gibt es hier noch irgendwie eine Station? Purkla? Eieiei, ist das lang. Goslar? Murek? Ich fahre jetzt mit Maus, es tut mir leid. Gerade ein bisschen mit diesem Fahrbremshebel, der immer klack, klack, klack macht, fast ein bisschen angenehmer. Ja gut, es ist sehr viel eingleisig. Sehr viel bisschen eingleisig. Ich glaube, der nächste Kreuzung ist ein bisschen weg. Ah, nee. Gibt, glaube ich, vorher noch einen, wo ich kreuzen könnte. Genau, in Goßdorf. Habe ich allerdings nur einen Bahnsteig, sprich, da müsste ein Schnellzug oder Güterzug oder wahrscheinlich nicht hin drauf. Sind wir gleich nur noch 45. Deswegen donnern wir jetzt hier nochmal auf die Höhe. Was diese Zeichen hier zu bedeuten haben, ich habe absolut keine Ahnung. Wie gesagt, falls einer Zugleitbetrieb kennt, sehr gerne. So, wir gehen schon mal hier. Ist kein Magnet dran. Wäre Glas, also hier ist. Das ist Mais. Fast noch Mais. Nach quadratischem Mais aus. So, aufschalten brauchen wir auch nicht mehr. Ein bisschen Bremse rein. So, wir müssen ja nur halten, wenn der Haltewunsch kommt. So wie es aussieht, müssen wir ja bisher in Burgla nicht halten. Dann nächstes Mal fahre ich wieder mit der Tastatur, aber mit dem D-Zero ist mir das fast so lieber. Oh, wir können hier 45 fahren. Wie kommen wir jetzt auf 40? 40 kommt erst später. Hier haben wir die 45. Unser Geschwindigkeitsschild. Haltewunsch, jetzt müssen wir doch halten. Müsste gleich eine 40 kommen. Ach, jetzt habe ich schon wieder ein bisschen ver. Eieiei, ich habe doch vor nicht mal 10 Sekunden gedrückt, aber ich glaube, jetzt stehen wir gleich, oder? Ich glaube, es wird knapp. Ja, das reicht gerade noch. Also, im echten Leben ist das nicht bei mir so, da habe ich kein Problem. Da gucke ich aber auch nicht in der Außenansicht, sondern gucke auf meine Schiene. Auf die 45. Wo ist die Ankündigung für die 40? Kommt die erst noch? Jetzt bin ich wieder zu schnell. So eine Schande. Haltepunkttafel. Oh, ab hier gelten die 40 schon. Ich habe jetzt keine Ankündigung gesehen. Wie gesagt, Zugleitbetrieb ist für mich jetzt ganz neu. Habe ich noch nie mitgemacht. Hat man mal vor langer Zeit besprochen. So, Purkla müssen wir halten. Jetzt fahren wir hier über einen schönen Bahn rein. Also diese Zeile hier, also sagt mir leider nichts. Nächster Halt Purkla, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wir haben leider keine Ansagen hier verbaut. Hätte ich das gewusst, hätte ich geschwind welche erstellt. So, und hier haben wir schon die Ankündigung auf die 60 dann. Aber wir müssen hier ja anhalten. Jetzt können wir uns auch gleich Purkla angucken. Ob die Schilder hier anders... Boah, das wird schon wieder so knapp. Und tschüss. Nein, das geht ja ganz genau. So, Türen auf. Bleibst du stehen? Türen auf. Türen raus. Purkla. Und hier gibt es keinen Bahnhofsschild, das ist sehr gut, da weiß man gar nicht, wo man ist. Aber ein Fahrrad unterstellt wird. Und ein Bahncafé und ein Haufen Busverkehr. Und LKWs fahren hier, also das ist ja alles in der Schlicht. Oh, kommt jetzt Kroatien. Kein. Jo. Purkla. Ein kleines Hubsdorfchen. Also wir werden auf jeden Fall schon mal die Türen schließen. Auf eine Frage gehen. Ausgucken. Rein. Nebel und Säbel und Vollgas. Toll finde ich bei der ÖBB dieses Display. Das gibt es in den Talentzügen, die Lindau, Bregenz und so fahren, gibt es das auch. Absolut tolle Geschichte. Ich habe es im 622 leider nicht, obwohl es neue Fahrzeuge sind. Kein Außenspiegel, keine Kamera. Das heißt, wir haben 612 Fenster auf, rüber raus und dann geht's los. So, hier ist mal jetzt gerade ein bisschen grafisch fehl hier. Unter Purkla sind wir übrigens nicht. Unter Purkla steht.
Jetzt mal gucken, ob der Bus sich an die Geschwindigkeitsbeschränkung hält. Jetzt kommen wir gleich in diesen ersten Kreuzungsbahnhof, wo allerdings nur ein Bahnsteig ist. Sprich, wenn ich da jemand rausschmeiße, dann kann da nur einer am Bahnsteig halten und das nächste ist dann in Murik. Wie gesagt, ich kenne die Strecke noch nicht, ich habe die vor nicht mal 10 Minuten. Bevor ich hier angefangen habe, bevor ich hier mein OBS gestartet habe, nicht mal 10 Minuten rum habe ich die Strecke voll geholt, weil sie mich eigentlich mal interessiert hat und weil sie relativ günstig ist für 13,99 €. Und da hat vor längerer Zeit mal, wo ich noch Livestreams mal gemacht habe, die sind leider alle gelöscht. Da gab es bei mir ein technisches Problem und ich habe leider die Livestreams nicht mehr aufgezeichnet gehabt. Hat mal einer 20 € gespendet für diese Route und das habe ich mal aufgeschrieben. Ich weiß leider den Namen nicht mehr, aber derjenige, der was, der es weiß, danke dir. Ich habe mir die Route jetzt tatsächlich geholt. Ich war dann längere Zeit wegen meiner Ausbildung, ein bisschen eingeschränkt. Habe weniger Zeit für einen Train-Simulator gehabt und habe da meistens noch ein paar Szenarien gebaut. Die könnt ihr übrigens fahren. Patrick-Tau, Patrick mit CK. Verlinke ich euch aber in der Videobeschreibung. Auch die Strecke nochmal, das Fahrzeug. Den Soundmod haue ich noch rein, weil der echt super ist. Dann habt ihr alles auf einmal drauf. Dann könnt ihr entweder euch freuen oder euch freuen. Jo. Wieso wir jetzt in Murik zu spät kommen, ich weiß nicht, ob das am Szenario liegt. Der behauptet, wir müssen bei jedem Halt halten, wo Haltewunsch kommt und bisher kam das jetzt nur zweimal. Das nochmal lesen, wir fahren eh gerade. Okay, die ist die Vernetzung. Ach, jetzt funktioniert. Ach, jetzt verstehe ich nicht. Du kannst die Tab-Taste nur in Bad Ratzkersburg und Murek benutzen, weil andere Stationen diese Funktion nicht aktiviert haben. Ach, da geht's halt um Kreuzung. Sprich, wenn ich da drücke, dann weiß der Dispatcher und guckt, habe ich jetzt gerade einen Zug oder ne, trifft dieser Strecke. Ich gehe stark davon aus, dass es Bahnübergang Überwachungssignal ist. Wenn es nicht so ist, dann weist mich gerne in die Schranken. Also es ist eine relativ kleine Route, wie man hier sieht. Also ich habe ab Spielfeldstraße tatsächlich alle Routen wieder. Sprich, wir können Richtung Graz und Richtung Wiener Neustadt fahren. Beziehungsweise sogar bis zum Hauptbahnhof der Erweiterung. Oder wir können nach Maribor fahren. Leider geht es von Maribor nach Ljubljana nicht weiter. Aber wir haben ja noch die Karawankenbahn, die habe ich auch. Ja, das nächste, was ich mir holen möchte, wäre Wörgl-Saalfelden. Aber das geht eben nur, wenn ihr da ein bisschen Trinkgeld hinterlasst. Wenn euch das gefällt, dann dürft ihr natürlich gern was geben. Ich zwinge niemand, es würde mich freuen. Damit kann ich dann Hardware und Erweiterungen oder Addons und sowas kaufen. Szenarien kaufe ich grundsätzlich nicht, weil entweder baue ich selber geschwind eins mit Ansagen. Oder ich habe gutes Szenario-Bau, aber ich weiß, der hat Top-Ansagen, der hat Top-Szenarios. Oder wir fahren auf einen Quick-Drive. Also ich habe verschiedene gemacht, hauptsächlich in Deutschland natürlich. Viel eher im Süden, also Dreiländereck, Lindau, Kempten, sprich also Allgäubahn halt. Und Amisia, die Regenerated natürlich. Schöne, tolle Kiste. Mal gucken, ob wir dann nächstes Mal fahren. Oder ob, wie versprechen, ich habe eigentlich diese Belgien-Route, diese Essen-Breda. Oder ist das was anderes? Essen-Dordrecht. Essen-Fliesingen oder wie das heißt. Müssen wir mal schauen. Also die werden wir auf jeden Fall mal fahren mit dem Chris Trains Trucks. Und ja, ich habe noch andere niederländische Routen. Das kriegen wir aber alles hin. Oh, wieso fahren wir nicht so lange? Ein bisschen Gas geben. Jetzt doch mal gleich zu 80. Also ich glaube, hier fährt kein Schnellzug hin. Ich glaube, das sind nur diese Triebwagen oder die Herkules mit Wagenzügen, wahrscheinlich mit City Shuttle. Steuerwagen können wir ja auch fahren.
Der funktioniert tatsächlich, der Herkules. Allerdings kann ich, wenn ich die Herkules als Spielerzug gewählt habe, nicht, ich glaube nicht die PCB des Steuerwagens bedienen. Ich glaube, so war das. Weil das irgendwie nicht, oh, das ist ein schönes Haus. Das irgendwie nicht so richtig kompatibel sind. Jetzt dürfen wir tatsächlich 80 fahren, also machen wir Hebel on the table. Auch wenn jeden, ja gut, das ist ganz genau reicht. Geben wir mal ein bisschen Gas, dass wir das heute irgendwie noch schaffen, nach Spielfeld zu kommen. Was ist denn noch? 49. Du lässt mich nicht stehen, Pizza. Ich würde jetzt fast einmal sagen, wir fahren im ersten Teil bis Murek. Und die Strecke Spielfeldstraße Murek, die werde ich euch eventuell in einem selber gebauten Szenario, oder wir fahren mit dem Herkules. Vielleicht nehme ich dann Herkules, mache diesen Steuerwagen von RWA. Der ist übrigens gratis, ne? Toller Steuerwagen. Mit zu bedienendem Zugfunk, wo ich dann irgendeine Nummer eingeben kann und dann kommen die Meldungen, wurde vom System registriert. Danke. Wenn man auflegt, macht es tut und tut. Also wie gesagt, wir fahren jetzt nur bis Murek. Und dann endet dieses erste Video auch. Und dann fahren wir nächstes Mal vermutlich was wieder in Holland. Und dann geht's weiter. So, was sind wir denn hier? Jetzt kommt dieser große. Kommen schon die Ankündigung auf die 95. Ich bremse mal wieder, weil die kommt bestimmt. Und dahinter. Ah, da kommt was. Das ist wahrscheinlich die Ankündigung auf die 40. Ich weiß nicht, ob man die in Österreich bestätigen muss. Ich habe keine Ahnung. Ich mache es einfach mal, weil ich es in Deutschland gewöhnt bin. Also Samtansicht ist natürlich echt megamäßig. Obertoll. Muss ich echt sagen. Also es gefällt mir. Gehen wir auf die 40 schon mal. Anhalten? Nein, müssen wir nicht. Wir haben keinen Haltewunsch. Also dementsprechend, auch wenn da Leute stehen. Ah, okay. Das war's mit Ausweichlaser. Da ist ein bisschen zugewachsen. Da waren wir gerade voll 30. Okay, die unten muss ich bremsen. Das liegt wahrscheinlich im Übergang. Pfeifen wir mal zur Sicherheit. Ich weiß nicht, ob man hier kreuzen oder was ist. Was für ein das so ist. Ein bisschen ärger ist. Jetzt kommt eigentlich gleich 60. Ich gebe schon Vollgas. Wir haben ja Verspätung, aber gut. Wenn halt Haltewunsch leuchtet, müssen wir halt halten. Und der nächste Halt wird dann auch schon Murek sein und da wird dieses Video tatsächlich dann schon enden. Und dann werde ich mir das mal angucken, wie das bei euch ankommt, ob das was Gutes ist oder nicht so. Und wenn nicht so, dann tut's mir leid, dann mache ich da vermutlich eher nicht so weiter. Oder ich probiere es nochmal mit niederländischen Videos. Hallo, ich habe doch gedrückt. Dementsprechend auch mit niederländischer Sprache. Jetzt müssen wir halt mal schauen. Was ist das eigentlich für ein Hebel? Ist das der Panto? Ich weiß halt nicht, was mit dem Tempomat passiert. Noch keinen Unterschied gesehen, wenn ich da drücke oder nicht drücke. Das ist ja vermutlich keine 60. Das ist hier echt die Bimmelbahn von. Glaube ich. Die Bimmelbahn von St. Johann.
geht es bei uns am Bodensee ein bisschen schneller zu. Auch wenn wir auch Nebenbahn fahren. So, da haben wir Ankündigung für die 40. Und jetzt kommt Murek. Und ab Murek war es das. Das zum Beispiel würde ich ganz gerne mal wissen. Müsste ich mal im Signalbuch nachgucken. Also, ich brauche jetzt keine Genehmigung. Ich sehe das eh da in Murek. Also, falls jemand da ist, der sich mit dieser Strecke auskennt, der die vielleicht sogar als Lokführer oder Zugbegleiter fährt, oder ein bisschen was erzählen würde, sehr gerne. Ich kenne mich hier leider nicht aus. Was ist das jetzt vor allem? Also das da oben ist eine Trapeztafel. Ich weiß nicht, ob das in Österreich das gleiche ist wie in Deutschland. Ah, okay, da steht der Gegenzug. Auch ein Desaster. Und Murek ist jetzt das? Ah, okay, da darf ich nur ausfahren, wenn ich weg bin. Ausstiegen Murek. Und tschüss. Das hätte wahrscheinlich ganz genau gereicht. Ja, Murek. Nicht sonderlich außergewöhnliches. Das ist der Kollege schon weg, das ist passiert. Ja, wir müssen jetzt ja die Genehmigung holen. Ja. Ich würde sagen, wir lassen das ab hier. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und wenn es euch natürlich gefallen hat, Daumen hoch, Kommentar, freue mich immer über, ich sag, konstruktive Kritik. Bis dann, ciao, ciao.